Hallo und willkommen zurück zu Deponia. Und beim letzten Mal haben wir so viel Zeug gemacht. Wir haben unseren Koffer gepackt. Wir haben unsere Kapsel startklar gemacht mit einem batteriebetriebenen Briefkastenfach, wo wir drauf sitzen werden. Und jetzt wollen wir die Lunte noch zünden. Und letztes Mal hatte ich ja so einen Struggle, wie ich das überhaupt jetzt machen soll. Aber mein Inventar ist wirklich weggebuggt. Das heißt, ich muss einfach auf I drücken und dann ist es wieder da. Ganz komisch irgendwie. Aber es ist irgendwie weggebuggt und das war der einzige Grund, warum das nicht funktioniert hat. Nehme ich mal den Bunsenbrenner, Lundenzeug-Dings und zünde die Lunte an. Das so. Bam. Jetzt wird's spannend. Und jetzt musst du dich da hinsetzen. Da reinsetzen. Nur schnell, 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 schnell. Ah ja, vielleicht sollte ich mal den Brief lesen. Sehr geehrter Herr... Wir freuen uns, Sie bla 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 bla. Kommt mal zum Punkt. Leider verzögert sich die Lieferung Ihrer Schrauben um ein paar... Hasebossenbabelschussen... Beiliegend finden Sie noch einen Gutschein für eine Schachtel Nieten. Wir bitten, die Unannehmlichkeiten zu entschuldigen. Mit freundlichen Grüßen. Moment mal. Schrauben? Okay, das hat ja gut geklappt, Rufus. Ich bin stolz auf dich. Oh. Irgendwas, wow. Kette. Das war ja elegant, Rufus. Wie ein Ballerina. Nochmal Kette. Und Schacht. Und jetzt sind wir hier was oben. Was für ein Gewurstel. Hey, und da ist ja auch mein Koffer. Er muss sich in der Kette vertüdelt haben. Wie geplant. Okay, Koffer. Aber sind wir jetzt wirklich auf diesem Kreuzer? Kann ich mir jetzt die Sachen nehmen, oder was? Okay, dann nehme ich mir das Zeug. Kann ich mir denn auch die Zahnbürste? Nein, das natürlich nicht. Gut. Ich spare mir meine telekinetischen Kräfte lieber für später auf. Okay. Au, der Draht bohrt sich in mein Fleisch. Ich bräuchte so etwas wie... hat hier irgendjemand zufällig einen Seitenschneider? Natürlich haben wir den zu Hause gelassen. Können wir... Was ist denn das da jetzt hier? Ein gut geöltes Getriebe. Dahinter verläuft ein Sturzbach aus Schrott. Tja, Heimweh geht anders. Uah, mir fliegt jetzt schon Dreck zwischen die Zähne. Ich lasse ihn mal lieber zu. Kann ich mit der Socke irgendwas? Mit den Socken? Wieso? Irgendwas? Die sind doch noch gut. Da sind schon genug Ölflecken drauf. Damit kriege ich die nie auf. Ich spare mir meine telekinetischen Kräfte lieber für später auf. Ach, da ist eine Klappe. Solange die Klappe zu ist, kann ich ihr auch keine Socke anziehen. Keine Chance. Um in die Ritzen zu kommen, bräuchte ich Finger wie Wenzel. Dann... Nimm doch den Proviant dafür oder so. Damit kriege ich die nie auf. Dahinter schläft der Wartungsarm. Vielleicht den Proviant irgendwie nochmal da rein oder so.
Oh, das geht sogar. Oh, oh, oh mein Gott. Ja. Wie er immer zurückschreckt, hey, ganz schön voll gut. Aggressiv, das Ding. Solange er aktiv ist, kriege ich ihn nie zu fassen. Okay, dann was sollte ich tun? Soll ich den Proviant erstmal benutzen und dann vielleicht die Socken oder so? Ja. Hey, ganz schön aggressiv das Ding, solange er dahinter schläft der Wartungs. Okay, was mache ich denn da jetzt? Kann ich nicht mit den Wasabi-Nüssen den Hebel abwehren? Ich spare mir meine telekinetischen Kräfte. Schade, kann ich dann noch mal kurz das hier machen? Und dann vielleicht noch mal drauf gucken? Der Arm pult die Nüsse aus dem Getriebe. Na, schau sich einer die Beißerchen an. Kann ich jetzt die Luke? Dahinter verläuft ein Sturzbach aus Schrott. Ja, Heimweh geht anders. Mir fliegt jetzt schon Dreck zwischen die Zähne. Ich lass sie mal lieber zu. Ihre Form erinnert mich an etwas. Vielleicht die Socke auf die Klappe. Okay, das... Wow, okay. Das war unerwartet, dass das klappt, aber gut. Dann habe ich jetzt den Wartungsarm. Was mache ich jetzt damit? Was mache ich denn jetzt? Roboterarm. Vielleicht kann ich mich damit nicht. Ich spare mir meine Telekinetik. Nee, okay. Er ist überqualifiziert. Genau wie ich. Mir fliegt. Ich lasse ihn mal. Okay, dann vielleicht mit der. Dann vielleicht die Luke aufmachen hier. Ja, sehr schön. Oh, wer bist denn. Hallo. Das ist. Unfassbar. Das kann einfach nicht sein. Ich glaube, mir wird schwindelig. Hallo, wer bist denn du? Nicht schwindelfrei, Fräulein Goal. Sie hätten in ihrer Kabine bleiben sollen. Es war sehr dumm von Ihnen, sich den Anordnungen zu widersetzen. Was geht hier vor, Amtmann? Wussten Sie etwa hiervon? Einen Moment. Sie wussten alle davon, nicht wahr? Ganz Organon steckt damit drin. Dachten Sie wirklich, Sie könnten das hier für sich behalten? Warten Sie, bis ich Cletus davon erzählt habe. Was denn jetzt Cletus? Sie werden gar nichts erzählen. Sie werden hier schön brav warten, bis der Oberkontrollrat eingetroffen ist. Und dann? Ich bin Elysianerin, keine von seinen Schreibtischmarionetten. Wie will er mich zum Schweigen bringen? Warten Sie es doch ab. Ich will Ihnen doch nicht die Spannung verderben. Sabalot, eine echte Orbit-Elfe. Die wird mir ganz schön dankbar sein, du, deine Orbit-Elfe, einmal aus den Klauen des finsteren Fiskus gerettet haben. Ach so, jetzt ist deine Prinzessin befreien, was? Rescue. Okay. Kann ich mit dir sprechen? Sie ist echt heiß. Sie passt zu mir. Ach so. Sie ist echt heiß. Sie passt zu mir. Gut, das ist ein typischer Mann, würde ich sagen. Ein Schritt näher und das Gemetzel beginnt. Einen Schritt näher und das Gemetzel beginnt. Kann ich mich nicht irgendwie wegsneaken? Er fließt als Müll runter. Kann ich... Einen Schritt näher und das Gemetzel beginnt. Ach, ich muss da... Ah, in die Luke muss ich rein. Okay. Ah, jetzt bin ich hier oben. Okay. Aha. Nehmt das! Nein, nicht! Was ist das? Oh. Das
war jetzt vielleicht keine gute Idee. Oh, das war dann wohl der falsche Hebel. Du verdammter Idiot! Du wagst es allen Ernstes, dich in die Pläne des Organon einzumischen? Los, werft ihn über Bord! Du weißt aber schon, dass gerade diese Goal runtergefallen ist. Dazu müsstet ihr mich wohl erstmal schnappen, oder? Aber dafür bin ich eine Spur zu flink. Pfiu, pfiu. Wenn er jetzt selber runterspringt, lache ich. Dann bin ich weg. Hier, weg. Oh, oh. Sie werfen ihn wieder runter, es war so klar. Aua. Ich war so nah dran, aber nein. Kaum sehe ich eine schöne Frau in Not und schon bam. Ach, was soll ich machen? Ich bin einfach ein unverbesserlicher Gutmensch. Okay. Also wenn du das so denkst. Schwarzes Brett. Frau Hinkel vermisst ihren Dackel. Ach, der findet sich schon wieder ein. So viel Kerosin war ja jetzt auch nicht in der Turbine. Okay. Toro! Hey, Toro, hab ich gesagt. Wenn überhaupt, hat ihn das nur noch mehr gelangweilt. Ich muss ja sagen, die Musik gefällt mir unglaublich gut und dazu auch dieser Artstil gefällt mir unglaublich gut. Das ist total süß gemacht. Die Scheibe ist völlig verdreckt. Dahinter hängt ein Schild. Vielleicht der Name des Fahrers. Puh, das könnte alles heißen. Okay. Zum Dorfkern. Habe ich denn hier noch sonst irgendwas? Nö. Doch, Mutterhaube. Verschlossen. Wahrscheinlich lässt sie sich von innen öffnen. Okay, ich habe auch nichts mehr im Inventar. Dann gehen wir doch mal zum Dorfplatz oder was da stand gerade. Was ist denn hier los? Weiß ich nicht, Rufus. Da unten läuft Staubsauger. So einen Andrang am Rathaus hat es nicht mehr gegeben seit der Bürgermeister eine Steuer auf mangelndes politisches Engagement erheben wollte. Och. Das war mein Headset mit dem Mikrofon. Das war, ja, das Geräusch eben. Was? Hahn des Wassertanks. Okay. Kann ich da hin? Scheint so, ne? Das ist doch kein Wasser. Oh Gott, so viele Möglichkeiten. Kannst du zur Notrufsäule gehen? Oh Gott, Rufus. Das dauert ja ewig. Ich weiß nicht, irgendwie überspringen? Nee, anscheinend nicht. Wenn die Bürger von Kuwak um ihr Leben fürchten, können sie hier um Hilfe rufen. Das hat mir schon so manchen Fluchtplan ruiniert. Okay. Hallo, ich habe ein Verbrechen zu melden. Hallo. Hallo. Da laufe ich Stunden darunter. Inspektor Gizmo ist scheinbar unterwegs. Aber kaum versenkt man die Gehhilfe des Dorfältesten aus Versehen im Klärbecken, steht er wieder hinter einem. Ich probier's später nochmal. Da geht man Stunden hier runter und dann sowas. Zu Tonis Laden. Kann ich mit euch reden? In die Gasse. Notrufsäule. Zu Tonis Hütte. In Vincents Haus. Oh Gott, es gibt so viele Möglichkeiten. Ich gehe mal als erstes ins Rathaus, denke ich, wäre ganz praktisch. Um zu wissen, was da los ist. Vielleicht wissen die ja was. Also vielleicht haben die ja irgendwas anderes noch gesehen. Weil es ist ja irgendwie gerade ziemlich, weiß ich nicht, tot irgendwie hier.
Und diese Goal ist doch auch runtergefallen. Was ist mit der? Ist die jetzt tot? Hör mal der Reihe nach. Ach, meine Güte. Ziehen Sie sich eine Wartenummer und der Bürgermeister wird sich bald um Sie kümmern. Was ist denn hier los? Wurde das Glas mit den Erdnüssen aufgefüllt? Eine Frau ist aus dem Himmel gefallen. Es heißt, sie soll wunderschön sein. Der Bürgermeister soll nun entscheiden, wer sie bei sich aufnehmen soll. Tja, das dürfte ihm nicht so schwer fallen, nachdem er meine Geschichte gehört hat. Ich habe das Mädchen vor dem finsteren Fiskus gerettet. Ich trage die Verantwortung für sie. Na, dann versuch, Kumpel. Aber ich habe auch eine gute Geschichte vorbereitet. In meiner kommt sogar ein Drache vor. Also stell dich hinten an und zieh dir eine Nummer, wie alle anderen auch. Ist das hier jetzt so ein Verlosen von einer Frau? Oh Gott, sowas hasse ich ja. Ihr seid so unglaublich... Oh, ihr seid so... Ihr seid so Männer. Es ist so unglaublich. Nummer 66. Fast schon meine Glückszahl. Obwohl es natürlich auch böse ist, alle Männer über einen Kamm zu scheren, ne? Hallo? Okay, Lobo, Gonzo und Mizek. Wo ist das Mädchen jetzt? Sie liegt im Sitzungssaal. Dr. Gizmo ist bei ihr. Okay. Sie ist angeblich bewusstlos. Ich hoffe, ihr ist nichts Ernsthaftes zugestoßen. Ich auch. Mit gebrochenen Armen kann man keine Auspuffrohre stapeln. Nee, da hast du recht. Der Bürgermeister will was entscheiden? Wer sie, aufnimmt? Lothek meint, das Mädchen soll der Dorfgemeinschaft, eingegliedert werden. Und irgendwer wird sie gesund pflegen müssen. Ich hoffe, der Bürgermeister wählt mich. Sie könnte mir in den Schlammgruben helfen. Seit ich mir beim Rostschrubben die Fingerkuppen aufgeschlitzt habe, neige ich zu Nagelbettentzündungen. Du willst, dass sie für dich rostschrubbt? Das ist empörend. Wieso? Wozu brauchst du das Mädchen denn? Rufus? Rufus. Was? Oh mein Gott, okay. Das Mädchen gehört zu mir. Das hat immer noch der Bürgermeister zu entscheiden. Ich verschwinde. Lotti, hallo, du hast dein Bart. Hallo, Lotti. Du auch noch? Herrje, was ist heute bloß für ein Tag? Ich will zum Bürgermeister. Ich möchte meinen Wohnsitz abmelden. Wo ist die Frau aus Elysium? Wo ist die Frau aus Elysium? Prinzessin Wunderbar? Die liegt im Sitzungssaal. War ja klar, dass du auch ihretwegen hier bist. Es ist so typisch. Da fällt eine wunderschöne Frau vom Himmel und verletzt sich schwer. Und schon wollen ihr alle helfen. Flätzchen. Okay, du machst mir Angst. Ich gehe dann mal. Ich verschwinde. Lass dich nicht aufhalten. Du machst mir Angst. Die Post öffnet wieder um Uhr. Um Uhr? Um welche Uhr denn? Hier fehlt doch was. Wahrscheinlich, weil sie nie wieder öffnet. Du hast einen Hammer in deinem Helm. Du hast einen Propeller da dran. Du siehst unglaublich merkwürdig. Okay. Büro des Bürgermeisters, Poststelle, Sitzungssaal. Komm, dann gehen wir erstmal zu der Frau. Goal, ich muss mit ihr reden. Sie muss fragen, wer ihr Retter ist. Ja. Rufus, musst du hier unbedingt rumschnüffeln? Hallo, Inspektor Gizmo. Das heißt Dr. Gizmo, wie du weißt. Erfülle ich alle drei Positionen der Notfallstation. Und im Augenblick bin ich Arzt. Und als Arzt habe ich ein Recht zu erfahren, was du hier bei meiner Patientin zu suchen hast. Sie ist eine Bekannte von mir. Ich wollte nach ihr sehen. Ihr Name ist Goal. Die Elysianerin ist also eine Bekannte von dir, hm? Sehr amüsant. Aber solange dein fehlender Sinn für die Realität nicht meine Arbeit behindert, nur zu. Sieh nach deiner Bekannten, aber mach es kurz. Ja.
jetzt aber. Wie, was? Genug Tagträume für heute. Meine Patientin braucht Ruhe. Das heißt, ich vermute einmal, dass sie Ruhe braucht. Um mir sicher zu sein, müsste sie wohl erst einmal aufwachen. Sie ist bewusstlos? Was fehlt ihr denn? Das Bewusstsein offenbar. Für weitere Untersuchungen müsste sie wach sein. Aber keines von meinen Medikamenten springt an. Wie wär's mit einem richtig starken Kaffee? Ha! Der Kaffee, der immer das fertig bringt, müsste erst noch gebraut werden, mein Junge. Muss okay. Das nicht jeder Kaffee? Ja, schon, aber... Sie brauchen nichts mehr zu sagen, Dr. Gizmo. Ich habe einen Plan. Tu der Welt einen Gefallen und verschone sie mit deinen Plänen, Rufus. Deine schrägen Ideen haben noch nie zu etwas Gutem geführt. Außer, dass mir der Bürgermeister einen größeren Schrank für Krankenakten genehmigt hat. Oh, okay. Vielleicht nicht so ein gutes Zeichen. Ich würde sagen, Türknopf in den Saal. Goal. Hey, Goal. Goal. Aufwachen. Sie schläft tief und fest. Ausgezeichnete Dir. Tja, ich kenne mich halt aus mit Schlaf. Wie friedlich sie schläft. Da hilft nur extra starker Kaffee. Ich drücke den Türknopf, würde ich sagen. Türknopf. Karton. Die Luftballons lagern hier offenbar schon eine ganze Weile. Ich frage mich, für welchen Zweck sie gedacht sind und warum auf einigen mein Gesicht drauf ist. Oh, das kann ich mir gut vorstellen, Rufus. Aber wie es weitergeht, ob wir Goal aufwecken können, das, meine lieben Freunde, sehen wir beim nächsten Mal. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder zu Deponia. Und bis dahin sage ich, bye bye.